So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir bestreiten in diesem Part eine epische Seeschlacht. Komm, wir gehen mal nach Taranis. Gegen Captain Morgan, der jetzt hier irgendwie uns auflauern wird. Oh ja, Seeschlacht! Wenn es irgendwann kommt. Ah. Oh, der hat aber ein imposantes Schiff hier, ganz dunkel. Oh mein Gott! Hä, ist da auch grünes Leuchtfeuer? Ah, der wackelt mit seinem Arsch, Mann. Oh! Boy, wir werden angegriffen! Als hätte uns jemand schon mal davor, als hätte uns jemand gewarnt. Ah, die haben auch so ein grünes Leuchtfeuer, oder? Cool, Mann, das sind auch Dämonenjäger. Hey, Bones, stirb mir jetzt nicht weg, okay? Ich weiß nämlich nicht, wie man Tote wiederbelebt. Wow. Epische Kampfszene. Okay, helfen wir mal unserer Crew. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Okay. Eine Bombe. Was soll ich jetzt einfach angreifen? Soll ich die nehmen? Ah, okay. Hui! Hättest du nicht auf die drüber schmeißen können? Ja, nochmal eine Bombe. Wow. Mann, bist du kreativ. Warte, ich muss meine Waffe erst ziehen. Ja, rechts oben ist so ein Timer. Wir haben schon genügend Zeit für die Bombe. Ach, wir können unserer Crew nicht helfen. Alles klar. Gut, dann looten wir mal die Piraten. Haben die irgendwas? Nö. Hui! Schmeiße doch aufs andere Schiff, Mann! Ja, jetzt kommen drei Typen in der Bombe. Das ist ja echt krass. Sind wir nur so wenig in der Crew? Wo ist eigentlich Polly? Kämpft Polly auch mit? So, peng. Da, da, da. Als ob jetzt die Bombe auch alles kaputt machen würde, ganz ehrlich. Hui. Gut, jumpen wir mal rüber. Ich glaube, unsere Sache hier ist erledigt. So, wo ist dieser Morgen-Typi-Fuzzi? Nehmen wir die ganze Scheiße. Haben wir auch eine Pulverbombe? Dann können wir das gleiche Spiel mit denen treiben. So, Captain Morgan, du Bastard, wo bist du? Komm mal her. Da ist er. Alter, der sieht ja aus wie so ein richtiger Lulatsch. Ich sage du. Ha, wir sind gerade umgefallen. Boah, der hält ja gar nichts aus. Wow. Ist der scheiße. Yeah. Also das war jetzt das Gegenteil von der epischen Seeschlacht. Das war halt einfach eine Lulatsch-Seeschlacht. Das ist richtig dumm gewesen. Aber gibt 1100 Ruhm. Alles klar, danke. Achso, ja, wir sind ganz normal angekommen. Idioten, was haben Sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Warte, wir haben gerade die Leute rekrutiert? Wow. Wow. Ist das scheiße. Wow. Oh Gott, das war... Oh, oh Gott. Das hat für die Rekrutierung gereicht. Das, wow. Mir fehlen die Worte. Komm, wir kleiden uns mal wie morgen. Ja, magiesicher. Scheiße. Morgen hat voll schwache Kleidung. Ah ne, hier guck mal, klingensicher plus eins. Gut, Körper und Beine sind nicht wie morgen. Aber der Rest. Hast du noch die Kraft? Ja, haben wir. Ja, warte, wir wollen bei uns kommen. Alles klar. Gut, warte, hier gibt's ein Buch. Machen wir das zuerst.
Oh cool, gleich die nächste Allianz. Es läuft, Leute, es läuft. Wir verbinden uns hier mit allen. Hallo. Er macht da so einen Lärm. Was? Da war was. Ich klaue mir mal den Krug. Ja, nein, nein, nein. Komm her, komm her, komm her. Du bist nicht der Besessene. Der Besessene ist der Lagerverwalter. Du gehst jetzt, oder es gibt Ärger. Ja, entferne dich. Nein, ich muss mit ihm sprechen. Marburg, du Vollpfosten. Ah, hier. Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Junge, es gibt nur eine Sache, die die Feinherren da oben lieber tun, als sich den Wanst vollzuschlagen. Und das ist Lesen. Brüten Tag und Nacht über ihren Wälzern und sitzen sich den Hintern breit. Wenn du also auf der Suche nach einem Buch bist, dann ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Du wirst, ja, komm, der beste Hafenmeister. Der Hafenmeister von Taranis wird mir sicher helfen können. Nun ja, ich habe wirklich einiges auf dem Kasten, Junge. Hab ich dir schon mal erzählt, wie ich ganz alleine eine Ladung getrocknet habe? Ein andermal vielleicht. Was ist jetzt mit der Büchersuche? Ach so, sag mir einfach, wann ich mit der Suche beginnen soll. Ich schnapp mir dann meine Listen und leg los. Ja, fang an. Hilf mir bei der Suche nach verdächtigen Büchern. Gut. Aber glaube ja nicht, dass ich Wunder vollbringen kann, Junge. Werde wohl mindestens einen ganzen Tag mit der Suche beschäftigt sein. Meine Listen überprüfen sich schließlich nicht von allein. Oh, ein Tag, das ist schon lange. Bist du schon fündig geworden? Nein, komm, du hattest du es. Was? Na, oh, Leute. Aua, Mann, Marburg, du Vogel. Vorsicht! Ich bin ja weg. Aber die wollen trotzdem noch Beef. Ah, nee, die wollen doch kein Beef. Ey, Kampfmusik. Ich wollte mich nur ganz normal mit ihm unterhalten, ey. Logbuch. Rekrutiere Zach nach Reas. Der richtige Ort. Ein altes Wesen. Reich der Schatten. Es gibt anscheinend noch ein Geisterportal. Wahrscheinlich auf Kila dann. Daran ist der Feinschmecker. Ja, ja. Miedemaras Ruf ins Sphärendorn. Puh, okay. Gehen wir nochmal zum Reaktor. Vielleicht klappt es diesmal. Ansonsten müssen wir, glaube ich, erst Kila machen. Wobei die Reihenfolge ja eigentlich scheißegal sein sollte. Ich glaube, das im Reaktor sollte passen. Guten Tag. Ich muss mich. Ja, ja, du kümmerst dich um dein Lager. Ich weiß schon, du willst nicht mit uns reden. Er auch nicht. Nee. Nicht mal der Gnome will mit uns reden. So, du warst nur Delikatessen. Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Nee, lass mal gut sein. Da was? Nein! Wir haben schon genug Zeit vertan. So. Ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Er klingt so böse. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Oh, Junge. Wow. Da ist eine blaue Kugel. Oder so ein Kreis. Wird das hier jetzt eine Abschirmung sein? Ist das eventuell der perfekte Ort für unser Ritual? In der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Der Typ ist gerade durchs Gitter gekommen. Oh, ich sehe Meister Erasmus. Ah, das ist der Oberboss hier. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Keine Zeit für Namen.
Ja, mach. Ich kämpfe gegen die Schatten, um meine Seele. Erzähl mal gleich mal unsere Lebensgeschichte. Das müssen wir alle in diesen Tagen. Ja, aber in der Regel haben die meisten immer noch ihren Geist. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Schön, dass du jetzt erst zum Nachgucken kommst. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut. Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Was führt dich hierher? Ich suche Hilfe. Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Alles, was ich blieb, ist also Unsinn. Ihr habt... Ja, Unsinn, Mann. Unsinn. Ihr habt hier für die Menschen eine neue Kirche gebaut. Der Glaube ist immer ein mächtiges Werkzeug, um die Menschen zu führen. Doch wissen wir heute, dass nur das Wort allein uns nicht retten wird. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Okay, ja, ich wollte jetzt gerade eh wieder zum Geisterritual. Hilf mir. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? So ein bisschen Magiezeug. Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Du Arschloch. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Das ist ja echt traurig, so eine Seele an den Körper zu binden. Dass es dafür drei starke Magier braucht, aber wer den Anime Fullmetal Alchemist kennt, der weiß, dass es ein fucking 10- oder 11-jähriger Junge geschafft hat, alleine so eine Seele an Rüstung zu binden. Aber gut, vielleicht ist ein Körper auch was anderes als eine Rüstung. Magisches Werkzeug. Magisches Werkzeug? Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Klingt interessant. Hört sich interessant an. In der Tat, das ist es. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schiefgehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Es kann nicht mehr viel schiefgehen, aber es kann noch was schiefgehen. dafür sind wir da. Okay, einmal. Da hinten ist eine wertvolle Truhe. Kann man hier Sachen gleich mitnehmen? Da hast du hier viele magische Kristalle, die du hortest, ey. Ah. Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich den Fusel klaue? Juckt dich nicht. Okay. Dann finden wir hoffentlich noch diesen Käse oder irgendwas Exquisites, was du hier hortest. Hier nicht. Ah, wir haben ja noch ein paar Räumchen. So. Na, warte. Hä? So. Dicker Klunker. Silberzunge. Das Scavenger-Schnabel. Hiebwaffen 40 bis 100. Das ist stärker als... fast so
Fast stärker. Okay. Ich dachte schon. Goldene Schale. Da unten liegen noch Sachen. Keine Ahnung, was da unten sein soll. Gut, dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.